Wow, das war mein erster Quickscope, so richtiger. Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu Horizon, zu einem neuen Video von Advanced Warfare. Ja, wie gesagt, heute spielen wir auf Horizon Team Deathmatch und heute will ich mal das Snipern austesten. Ja, das Snipern ist ja, also viele sind große Fans vom Snipern im Allgemeinen oder Trickshots. Es gibt ja viele Trickshots-Clan. Hier wird es allerdings nicht mehr so möglich sein. Zumindest nicht. Oh shit, ist das laut? Ey, Moment mal. Hier wird das nicht mehr so möglich sein, so zu snipen. Aber ich kann euch sagen, das liegt nur am Exoskelett, weil alle rumhüpfen. Es ist ziemlich schwer, Leute zu treffen und Trickshots zu machen. Aber es wird einen Spielmodus gehen, wo das Exoskelett nicht erlaubt ist. Oder es gibt es. Ich muss mal gucken, wo es ist. Aber davon habe ich gehört. Aber ich werde trotzdem versuchen, hier normale Kills abzugattern. Ich hab im Moment leider nur die Sniper. Eine andere habe ich nicht. Und da war noch jemand. Ach, scheiße. Das war nicht so gut. Zeig dich. So, den hätten wir dann auch. Zwei Kills. Ich hoffe, ich werde nicht negativ gehen mit der Sniper. Ich bin nicht so gut hier, vor allem nicht. Ich werde mal kurz auf 8 stellen, die Empfindlichkeit. Das werde ich gebrauchen. Falls ich quickscopen möchte. Ich weiß nicht genau, ob es hier geht. So kann man die Luft anhalten. Okay. Auf dem Rennen-Button, also L3, so kann man die Luft anhalten, ganz normal wie bei allen anderen CODs. So, da hinten ist einer. Den hatten wir dann auch, vielen Dank, mein Freund, vielen Dank für den Kill. Ich muss mich mal so ein bisschen umsehen. Campen gehört natürlich dazu als Sniper, vor allem hier, wenn die ganze Zeit rumhüpfen können. Ist ja nichts Normales, ich meine nichts Unnormales, meine ich natürlich. So, einmal hier hoch, ist ja kein Problem mit dem Exoskelett. So, shit, da hinten muss jemand sein, ich bin mir ziemlich sicher. Da oben ist jemand. Ich weiß nicht genau, wo. Ich weiß nicht genau, wo er ist. Ah, da oben. Ja, den konnte ich leider nicht sehen. Ich kenne diese Map auch noch nicht. Das erste Mal. Das erste Mal in meinem Leben. Oh, der war unsichtbar. Der war unsichtbar. Es gibt... Man kann hier unsichtbar werden, aber ihr habt gesehen, wie es aussieht, wenn man unsichtbar wird. Oh nein, nein, die habe ich nicht getroffen. Ich bin gerade... Es ist schon ein bisschen spät. Ich kann irgendwie nicht mehr gucken. Oder ich zocke so viel. Eins von beiden. Ich weiß nicht, vielleicht brauche ich eine Brille oder sowas. Nein, brauche ich nicht. Ich habe eigentlich ganz gute Augen. Ah, das ist ein Teammate, okay. Ich verwechsel schon Teammates mit Gegnern, Alter. Keine Ahnung, was los ist. So. Oh, da oben? Nee, da oben. Nicht da oben. Ich versuche... Ah, da hinten. Na, scheiße. Ich hätte schneller reagieren müssen. Nein, nein, nein! Ich wollte ihn mit dem No-Scope töten. Was für ein Score habe ich? 4 zu 2. Oh, shit. Das ist nicht so einfach. Ich muss sagen, Snipern hier wird ein Problem sein. Also... Es ist viel zu actionreich. Ich meine, nix... Ah, shit. Ich meine, nichts gegen actionreiche Sachen, aber Snipern wird ein kleines Problemchen sein, muss ich sagen. Übrigens, das ist mein viertes Spiel jetzt. Mein viertes Game. Also, ich nehme am Anfang alles auf. Normalerweise wollte ich nur das erste Game aufnehmen. Holy moly, willst du mich verarschen? Meine Hände schwitzen schon. Oh, meine Güte. Das ist ja nicht zu fassen, Mann. So, ich versuche noch ein paar Kills abzubekommen. Es ist aber wirklich nicht einfach, weil... Hier ist so viel Bewegung. Ich weiß nicht genau, ob ich mich täusche. Ob ich das Spiel ein bisschen mehr kennenlernen muss. Aber normalerweise müsste es logisch sein. Zu viel Bewegung. Ja, ist einfach nicht gut für Sniper. Nicht gut. Ich weiß nicht, was denkt ihr vom Snipern hier auf euren ersten Eindruck? Falls ihr das Spiel schon habt. Oder falls ihr es noch nicht habt, seht ihr es ja im Video. Ja, hier, vor allem hier. Ich kann hier nicht stehen. Ich habe einen totalen Nachteil, weil ich ja... Nein. Nein. Unsere Drohne ist online. Nein, 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 das war knapp. Das war sehr knapp. Die Empfindlichkeit ist auch sehr hoch. Da habe ich irgendwie die niedrigere Empfindlichkeit gemocht. Man quickscopt hier auch weniger, habe ich gemerkt. Viel weniger. Ich werfe meine Granate drüber, mache ich auch selten, weil ich mich irgendwie an diese Granaten nicht gewöhnen kann. Und eingezoomt zu bleiben ist auch nicht wirklich empfehlenswert, weil dann verliert ihr die Übersicht. Und man braucht die Übersicht, weil die von überall kommen können. Ja, ihr seht schon, man braucht die Übersicht. Seht ihr, man braucht Übersicht. Also eingezoomt bleiben bringt gar nichts. Holy shit. Das ist voll hart, Alter. Ich versuche gerade irgendwie ein paar Kills zu bekommen. Aber mit normalen Waffen geht es natürlich viel einfacher. Die Map habe ich auch noch nie gespielt. Aber ich muss sagen, ja, die Maps sind hier natürlich alle sehr kompliziert aufgebaut. Und ja, man wird eine lange, lange Zeit brauchen, um sich hier dann zu gewöhnen. Weil es wirklich nicht einfach ist. Wir haben alles im Griff. Oh shit, 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 shit. Ich weiß nicht genau. Scheiße. Wow, das war mein erster Quickscope. So richtiger. Das war ein ganz cooler Quickscope, muss ich sagen.
unterwegs. So, ganz langsam. Demo können wir auch noch machen, nicht vergessen. Kommt da vielleicht jemand? Der Typ ist... Ja, scheiß Hitmarker. Wow. Also, hier gibt es hier auch Hitmarker. Aber ich glaube, ich habe ihn sogar wirklich ins Bein getroffen. Dann sage ich jetzt mal nix. Weil man muss ja quasi den Oberkörper treffen. Ziel in der Stromkontrolle gesichtet. Um dann jemanden zu killen. Haben 7:8. Scheiße. Oh mein Gott. Wie gesagt, mein erstes Mal auf dieser Map mit der Sniper. Und Snipern ist hier nicht so einfach. Ich werde vorsichtig agieren müssen. Wir haben die Führung übernommen. Ganz vorsichtig. Feindliche Angriffsdrohne im Anflug. So. Mal sehen. Ich sehe sie gerade auf der Karte. Die befinden sich alle da hinten. Sehr interessant. Ne, ist nur die Angriffsdrohne. Aber wenn sie von da kommt, dann kommt auch die Gegner von dort. Auf jeden Fall. Kann man hier irgendwo rein? Ne, kann man nicht. Doch, da hinten. Oh shit, da war noch einer. Meine Güte. Oh, das provoziert mich so, das Snipen hier. Ich schwitze schon, ey. Ohne Scheiß, wenn ich snipe. Ich schwitze, wenn ich gerade verzweifelt bin, so ein bisschen. Ach du Scheiße. Jetzt verlieren wir sogar noch. Ist klar. Mann. Stirb, Motherfucker. Ja, ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Ah, nur ein Scher. Hallo? Er wollte nicht reinzoomen. Er wollte nicht reinzoomen. Was? Er wollte nicht reinzoomen. Ich kann euch nicht sagen, wieso er nicht reinzoomen wollte. Kann man hier lang? Kann man hier lang? Ja, kann man, okay. Ah, die Tür geht auf. Feindliche Wolken im Orbit. Da ist der Typ. Okay, wir haben verloren. Ja, das war das Sniper-Gameplay. Es ist wirklich, man muss die Map auswendig kennen. Da kann man gerne snipern. Man muss die Map auswendig kennen. Ich als mittelguter Sniper würde sagen, es ist wirklich nicht so einfach. Einfach aus dem Grund, dass alles sehr, sehr schnell vorangeht. Und ja, ich schätze mal, da wird man auf den Modus zurückgreifen müssen, wo man nicht so springen kann. Oder gar nicht springen kann, wo es kein Exoskelett gibt. Weil, ja, das wird ziemlich problematisch. Deswegen ist leider schade. Aber, ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!